Die Eisprinzessin. Kriminalhörspiel von Sam Yaun. Regie Harald Körner. Also gut, Wachtmeister, Sie gewinnen. Aber das war nicht, wie Sie denken. Es war wie russisches Roulette. Nein, das ist nicht das richtige Wort. Jedenfalls hätten wir beide umkommen können. Oder keiner von beiden. Oder... Ja. Doch um zu verstehen, wie es so weit gekommen ist, dann müssen Sie die ganze Geschichte erfahren, von Anfang an. Würden Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen? Vielleicht beim letzten Fall, in dem ich ermittelt habe als Untersuchungsrichter. Da waren Sie ja mit dran, Wachtmeister. Die Tote im Steiger Forst. Der Fall Franziska Gerber, Dreyers Geliebte, vor 5 Jahren. Gelegenheit, Motiv, alles. Für mich besteht überhaupt kein Zweifel, dass Dreyer seine Geliebte ermordet hat. Was würden Sie an meiner Stelle tun, Wachtmeister? An Ihrer Stelle? Ich bin froh, dass ich es nicht bin. Wenn Dreyer irgendjemand wäre... Dann säße er längst in Untersuchungshaft. Aber er ist der Schwiegersohn des Herrn von Eck, des Bankiers. Er glaubt, ihm gehöre die Stadt. Der Alte wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Trotzdem, ich tu's. Es ist Ihr Kopf, Herr Doktor. Was? Du willst mich in Untersuchungshaft nehmen? Mich? Du spinnst, Seibt. Erich, ich hielt es für... Wer steckt dahinter? Das ist doch nur Manöver, um mich auszuboten. Rechtsteiner? Nach Paragraph 111... Nein, nicht recht, Steiner. Du weißt nicht einmal, worum es für mich geht. Es geht um Mord an Franziska Gerber. Ach, das ist so ein Quatsch. Es wird nicht einmal zur Anklageerhebung kommen. Geschweige denn zu einer Verurteilung. Hör zu, Joachim. Der Wahlausschuss des Schlossmuseums macht einen Doppelvorschlag. Mich und Rechsteiner. Ich kann im Stiftungsrat auf eine Mehrheit von 2 Stimmen zählen. Damit bin ich so gut wie gewählt zum Direktor. Aber eine Untersuchungshaft, die Presse... Die werden Rechsteiner wählen, an meiner Stelle. Du stehst unter Mordverdacht, darum würde ich mich kümmern jetzt, an deiner Stelle. Das darf nicht wahr sein, ein mieser kleiner Untersuchungsrichter. Seit 3 Jahren habe ich darauf hingearbeitet, muss mir nun von dir versauen zu lassen. Die Gelegenheit kommt nie wieder. Hast du sie umgebracht? Du bist ein Esel. Hier, darf befehlen. Nein, nein, Wachtmeister, stecken Sie die Packung nicht weg, rauchen Sie nur. Wenn Sie auch eine für mich hätten. Danke. Die Zigarette habe ich gebraucht. Eine Woche, nachdem ich damals Erich Dreyer in U-Haft genommen hatte, gab ich den Fall ab und hängte den Richterberuf an den Nagel. Das wissen Sie. Aber wissen Sie auch, warum? Nur, was so gemunkelt wurde. Und was war das? Dass Sie ein Verhältnis mit Dreyers Frau hätten und deshalb Ihrem Mann einen Mord anhängen wollten. Ein Verhältnis. Ein Studentenulk war es, über den ich gestolpert bin. Ein dummer Streich. Ausgeheckt am Kneipentisch vor 18 Jahren. Die Eisprinzessin. Oh, Eisprinzessin? Was ist denn die Eisprinzessin? Eine Germanistikstudentin im 2. Semester. Susanne von Eck. Die Tochter des Bankiers. Und die Alleinerbin. Reich, schön, wunderbar, kalt. Eine Eisprinzessin eben. Ein Wesen aus dem letzten Jahrhundert, dem man auch in alter Studentenmanier ein Ständchen bringen sollte. Oh, warum tun wir es nicht? Heute Abend nach der Kneipe? Um uns vom Alten von Eck mit den Hunden aus dem Park hetzen zu lassen. Keine Serenade für die Eisprinzessin. Hm? Ja. Hm? Ein Brief. Ein glühender Liebesbrief. Geliebte Eisprinzessin, ich lege dir mein Herz zu Füßen. Zertritt es bitte. Quatsch. Ernsthaft.
Sie darf es nicht für einen Ulk halten. Susanne, seit Tagen kämpfe ich mit mir. Ja. Zögere, aber... Zögere? Zaudere. Klingt gewählter. Zaudere. Aber ich muss es tun. Dir gestehen, wie es um mich steht. Briefpapier. Papier! Natürlich, das ist es. Nicht nur ein Liebesbrief, ein waschechter Heiratsantrag. Bitte, Susanne, wenn auch nur die leiseste Hoffnung besteht, lass von dir hören. Ohne jede Ironie erlaube ich mir, mit Kleist zu sprechen und zu schließen, auf den Knien meines Herzens. Auf den Toll. Knien meines Herzens. Dein... Wer unterschreibt eigentlich? Ich habe unsere Namen auf Zettel notiert. Ihr Dreier, es war deine Idee. Fisch einen Zettel raus. Aha. Und? Ja. Joachim Seibt. Oh. Ja. Schreibt den Brief ab, Seibt, und unterzeichne. Die Heide werfen das, besorgen wir nachher zusammen. Kurz darauf verlor ich Dreier aus den Augen. Er hat ja nicht Jura studiert, sondern, wenn ich mich recht erinnere, hat er ein paar Semester Kunstgeschichte gehört. Bis zum Mord an Franziska Gerber sah ich ihn nur einmal. Vor 10 Jahren. Ich stieß zufälligerweise in den Lauben der Berner Altstadt auf ihn. Er lud mich zu einem Wein ein in den Ratskeller. Und dort sah ich sie zum ersten Mal. Das ist... Ja. Aber ihr kennt euch ja. Erich, ich glaube nicht. Mindestens habt ihr miteinander korrespondiert. Wie bitte? Du hast ihr einen glühenden Liebesbrief geschrieben vor... Ah. Ja, wie lange ist das her? Vor 8 Jahren? Ah, Sie sind Joachim Seibt. Und Sie sind Susanne von Eck. Sie heißt jetzt Dreier. Susanne ist meine Frau. Das mit dem Brief. Ja, also ohne Ihren Brief hätten Erich und ich einander gar nicht kennengelernt. Es war ja nicht direkt der meine. Als Saufkumpan habe ich vor 8 Jahren kläglich versagt. Statt dem Ulk seinen Lauf zu lassen, habe ich Susanne am anderen Tag aufgesucht. Erich hat mir alles erklärt, sich entschuldigt und... Naja, so hat es angefangen mit uns. Den besten, den du in Bern findest. Zum Wohl. Zum Wohl. Erich. Du hast es geschafft, Joachim. Doktortitel, Anwalt. Ein Rädchen im Getriebe der Justiz. Jedenfalls bist du kein Versager wie ich. Das bist du nicht, Erich. Und dann eben untüchtig. Oh, ich habe viele Begabungen. Alles Unpraktische. Ja. Und ich habe Geschmack. Einen teuren. Nur fehlt mir leider etwas, um ihm zu frönen. Geld. An Selbstmitleid dagegen fehlt es dir nicht. Du hast recht. Ersäufen wir es. Geld mit deinem Schwiegervater entschuldigt zu seiner Abendmahl. Schwiegerpapi. Als ich das Studium geschmissen habe, bin ich in seine Firma eingetreten. Papa von Eck meinte, ich solle das Bankgewerbe erlernen. 6 Monate später hat er mich rausgeworfen. Jetzt habe ich einen Antiquitätenladen. Aber ich bin kein Kaufmann. Schon 2-mal hat Susanne mir unter die Arme gegriffen, sonst wäre ich pleite. Natürlich nicht mit dem Geld ihres Vaters, der rückt nichts heraus. Nein. Mit dem bisschen, das sie von ihrer Mutter geerbt hat. Jetzt läuft der Laden ja. Was willst du mehr? Fragt sich nur, wie lange. Ein Ästhet und Kunstliebhaber wie ich. Na, was soll's? Noch einen Vigi, bitte. 2 Stunden in einem Restaurant, Wachtmeister. Das war mein Verhältnis mit Susanne von Eck. Dreier selbst war nicht mehr als ein flüchtiger Bekannter aus meiner Studentenzeit. Aber sie hat diesen idiotischen Brief dem Generalstaatsanwalt zugespielt und behauptet, ich hätte ihr nie verziehen, dass sie mich damals zurückgewiesen und Erich Dreier mir vorgezogen hätte. Deshalb versuchte ich jetzt, meinem Nebenbuhler einen Mord anzudichten.
worauf mein Busenfreund Alfred Portmann, der Generalstaatsanwalt, unser letztes Gespräch werde ich so schnell nicht vergessen. Wie konntest du nur? Ausgerechnet in einem Fall, wo uns von Eck im Nacken sitzt. Mir und der Anklagekammer. Der Alte wird nicht ruhen, bis er deinen Kopf hat. Ich habe nur einen Rat für dich. Nimm deinen Abschied. Alfred, du kannst doch nicht im Ernst von mir verlangen, dass ich wegen eines Studentenmulks, den wir vor 13 Jahren am Stammtisch ausgerechnet haben. Ich verlange gar nicht. Alfred, Herrgott noch mal! Nein, Seid, vergiss es. Du hast bis morgen Zeit. Mein Nachfolger ließ Dreier wieder laufen. Der Mörder von Franziska Gerber ist nie verurteilt worden. Dreier hatte ein Alibi. Der Zeuge, den sein Anwalt plötzlich aus dem Hut zauberte, das stank aus dem Himmel. Und Sie haben das damals sicher auch vermutet. Wenn Sie ihm etwas auf den Zahn gefühlt... Nein, ich habe einmal den Mund ungefragt aufgemacht. Und so weit. Deshalb bin ich erst mit 50 Wachtmeister geworden. Nein, Herr Doktor. Wenn ich heute etwas vermute, dann äußere ich es nur, wenn ich gefragt werde. Und Ihr Nachfolger hat mich nicht gefragt. Ich weiß, dass der Alte von Eck das Alibi gekauft hat. Etwas mehr als ein Jahr später, die Anwaltskanzlei, die ich nach meinem Abschied eröffnet hatte, lief mir schlecht als recht. Ich vertrat einen Prokuristen der Bank von Eck, dem eine Anklage wegen Veruntreuung drohte. Von ihm erfuhr ich es. Warum haben Sie es nicht dem Staatsanwalt hinterbracht? Seien Sie nicht naiv, Wachtmeister. Ich habe von Eck dazu überredet, von einer Strafanzeige abzusehen. Erpressung. Ich habe im Interesse meines Mandanten gehandelt. Wie alle Anwälte. Sie mögen uns nicht, Sie? Sie und Ihresgleichen. Wissen Sie, mein Vater war Bäckermeister. Den Beruf habe ich auch erlernt. Nur... Aber ich langweile Sie. Keineswegs, Herr. Erzählen Sie, Wachtmeister. Ich bekam diese Mehlallergie. Kurz, ich meldete mich an die Polizeirekrutenschule, ziemlich spät. Im Polizeidienst habe ich es so weit gebracht, wie es ein ehemaliger Handwerker bringen kann. Juristen sind für unsereins Leute, die einen bei den Ermittlungen behindern. Oder Vorgesetzte, vor denen man Katz buckelt. Vor mir nicht mehr. Meinen Sie, Herr Doktor? Tja, nun, anderthalb Jahre nach dem Mord, 2 Wochen nach dem Tod des Alten von Eck, nach dem Unfall. Unfall? Bei einem Herrn wie dem Bankier von Eck nennt man es wohl so. Aber wenn sonst einer von der Münsterplattform springt, ist Selbstmord. Mag sein. Jedenfalls kurz nach dem Begräbnis suchte mich Susanne von Eck. Aber scheiden lassen? Auf keinen Fall. Genau das will ich nicht. Was denn? Eine Lebensversicherung. Ich bin Anwalt und nicht Agent. Wieder Anwalt. Das habe ich Ihnen zu verdanken. Weil ich damals den Brief der Staatsanwaltschaft zugespielt habe? Er hat sich das ausgedacht. Um es Ihnen heimzuzahlen. In seinen Augen haben Sie ihm die Chance seines Lebens zunichte gemacht. Die Wahl zum Direktor... des Schlossmuseums. Ja, ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich annehme, dass Sie, Erich, das mit dem Brief nicht vergessen haben. Oder haben Sie? Nein. Was wollen Sie? Wenn ich sterbe, erbt er den größten Teil. Um den Ehegatten zu enterben? Deswegen bin ich nicht hier. Er soll der Erbe bleiben. Das gehört zur Abmachung. Nein, ich fürchte, Erich könnte versucht sein, mich umzubringen. Oder umbringen zu lassen. Ach, das sind neue Töne. Ein Mörder ist er ja. Ich möchte, dass Sie ein Papier aufsetzen, das ich unterschreiben kann. Etwas, das Sie ermächtigt, im Falle meines Todes, wann immer das sein wird, bis ich die Vollmacht widerrufe. Dass Sie untersuchen lassen, ob es ein natürlicher Tod war, falls er es tut. Ich will nicht, dass er ungeschoren davon kommt. Oh nein, das ist doch Unsinn. Lassen Sie sich scheiden und das Problem ist aus der Welt. Nein. Das verstehe ich nicht. Brauchen Sie auch nicht. Werden Sie es tun?
wenn Sie darauf bestehen. Danach sah ich Susanne von Eck mehr als 2 Jahre lang nicht. Bis vor 11 Monaten. Zufall. Ein glücklicher, wie mir damals schien. Sie wohnte nicht mehr in Bern, sondern in Tessin. Und dorthin reiste ich, um einen Klienten zu treffen. Ich saß im Speisewagen. Ist hier noch frei? Ja. Oh, Frau Dreyer. Natürlich. Bitte. Danke. Ich nenne mich übrigens wieder von Eck. Sind Sie geschieden? Nein. Und das wird auch nicht geschehen. Dann brauchen Sie also die Lebensversicherung noch. Ja, aber darüber möchte ich nicht sprechen. Darf ich Sie zum Essen einladen? Nein. Ich möchte Sie einladen. Wenn Sie meinen? Das mag absurd klingen, Wachtmeister. Und ich weiß nicht, warum es gerade in dem Augenblick und an dem Ort passiert ist. Aber auf dieser Fahrt ins Tessin, im Speisewagen, irgendwo im Gotthardtunnel, geschah etwas mit mir. Mit mir und Susanne von Eck. Warum eine dumme Frage? Natürlich arbeite ich. Ich dachte nur... Weil die von Eck reich ist, tut sie nicht. Vielleicht, weil ich selbst gern reich wäre. Aber ich dachte nicht die von Eck. Ich dachte die Dreier. Sie haben sich verändert. Sie sind... Ich weiß nicht, Sie sind menschlicher. Sie haben plötzlich ein Gesicht für mich. Muss an meinen Augen liegen. Ich meine... Was machen Sie beruflich? Ich bin Übersetzerin. Manchmal lektoriere ich auch. Für einen Zürcher Verlag. Hm. Hört sich gut an. Es ist ein einsamer Job. Aber ich mag Bücher. Autoren weniger. Sie bekommen übrigens auch ein Gesicht für mich. Allmählich. Prost. Zum Wohl. Was erwarten Sie vom Leben, Joachim? Wie meinen Sie das? Was für ein Ziel haben Sie? Was wollen Sie? Was ich will. Hm? Früher. Oh, ja, da war alles klar. Eine akademische Laufbahn, ein brillanter Strafverteidiger, Bundesrichter, was weiß ich. Dazu eine Familie, ein Freundeskreis. Aber heute, die Richterkarriere ist im Eimer. Ich bin geschieden. Die alten Freunde, tja, wo sind die geblieben? Wenn ich ehrlich sein will, ich weiß es nicht mehr. Und Sie? Ich möchte wieder das Gefühl haben, dass es sich lohnt, am Leben zu sein. Mehr nicht? Ich glaube, das ist viel. Vielleicht. Vielleicht wirklich. Manchmal denke ich, dass Leute, die genau wissen, was sie wollen, ungeheuer sind. Manager, Politiker, Schriftsteller. Ich kenne jemanden, der hat nur ein Ziel im Leben, einen Ehrgeiz. Gebrauchsgegenstände zu sammeln, die zugleich Kunstwerke sind. Und er ist ein Monster. Ihr Mann? Ja. Ach, verdammt. Dabei will ich gar nicht über ihn sprechen, nicht einmal an ihn denken. Wenn Sie eine Partnerschaftsannonce aufgeben würden, eine ehrliche. Was würde da drin stehen? Eine Annonce? Tja. Vielleicht so etwas wie Mann, vom Leben etwas gebeutelt, 41, der nicht weiß, was er will und wer er ist, der Fußball und Fußballfans ebenso verabscheut wie Opern und Opernfreunde, sucht Frau mit Cognac-hellen Augen,
ihm die Illusion vermittelt, es lohne sich am Leben zu sein. Cognac? Die Farbe müssen Sie mir schon genauer erklären. Wenn du sie aufziehst, es scheint die Sonne direkt ins Bett. Und dann tu es doch. Fenster ist auf deiner Seite. Muss ich? Dann mach die Vorhänge auf. Oh Gott, Weiber. Ich hasse. Du hast recht. Schlimmer als ein Reiseprospekt. Der See, Postkarten blau und glitzernd und am Ufer die Spielzeughäuser. So weit unten, dass man den Gestank des Wassers nicht riecht. Nein, irgendwoher duftet es sogar nach Lavendel. Ah. Und rings um die Berge mit den Kastanienwäldern. Ein Idyll, dessen Bewohner allerdings das Deutsch der Touristen sprechen statt Italienisch. Wie wir. Ja, wie wir. Mir ist so kitschig zumute, wie die Landschaft da draußen aussieht. Ich fürchte, ich bin dabei, mich zu verlieben. Was lächerlich ist. Genauso lächerlich wie... Stell dir vor, irgendwelche Marsmenschen hätten uns vorher beobachtet, jede Geste, jede Zärtlichkeit, die ganze Liebesgymnastik. Wir wären das wohl vorgekommen. Trotzdem fühle ich mich. Ja, wie fühle ich mich eigentlich? Glücklich? Ach, ich bin ein Narr. Ja, genau das bist du. Und deine Augen sehen wirklich aus wie Herr Kollier. Wenn du das als Kompliment meinst? Wie soll ich es denn sonst sagen? Dass sie blass sind? Du hast die ungewöhnlichsten Augen, die ich mir gesehen habe. Und die schönsten. Genau. Ein Narr bist du, mit vielen Worten. Wenn du wüsstest, mit 14. Ja, habe ich mir da Augen mit einer eindeutigen Farbe gewünscht. Blau, oder grün, oder braun. Und heute? Ich will keine anderen. Von diesem Tag an war ich jedes Wochenende Tessin. Bei Susanne. Auch in der Erinnerung ist es eine... Ich war wie verzaubert. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Obschon, ich war bereits 41. Es war unwirklich und selbstverständlich zugleich. Die Stunden flogen und zugleich hatten wir alle Zeit der Welt. Es war, als hätte ich bisher noch nicht gelebt. Als sei... Nein, Wachtmeister, es ist nicht das, was Sie denken. Keine klassische Midlife-Crisis. Midlife-Crisis? Hey, daran habe ich nicht gedacht. Wohl aber daran, dass Frau von Eck reich ist. Das spielt für mich keine Rolle. Ich liebe Susanne. Wie ich noch nie jemanden geliebt habe. Doch wie soll ich das einem Polizisten irgendwie verständlich machen? Versuchen Sie es, Herr Doktor. Versuchen Sie mir das verständlich zu machen. Mein guter Mann, ausgerechnet Ihnen. Da weiß ich zu gut Bescheid über Sie, Wachtmeister. Wachtmeister, ich wette, Sie erinnern sich nicht einmal an meinen Namen. Ihren Namen? Meier. Und ich sage gern Herr Meier zu Ihnen, wenn Sie das wünschen, Herr Meier. Meier. Ja, nennen Sie mich so, Herr Doktor. Und erklären Sie mir, warum ich nicht verstehe, dass Sie, Frau Dreier, ich meine, Frau von Eck, lieben. Herr Meier, ich bitte Sie, so wie Sie leben. Na, zum Beispiel die Prostituierten in der Rathausgasse. Ach so, das meinen Sie.
wie der Meier herumhurt. Als einziges Liebeserlebnis der Gratisfick mit den Nutten ein, zweimal die Woche. Und als Gegenleistung drückt man dann, wenn es irgendwie geht, beide Augen zu. Die Gattin zu Hause, die stets die Alte heißt und einen mit ihrem Gekeife das Leben zur Hölle macht. Ja, Sie haben recht. Der Meier versteht nicht, wie es ist, wenn der Herr Doktor die schöne Susanne liebt. Erzählen Sie weiter. Oder haben Sie genug von mir? Genug von Ihnen, Meier? Ja. Aber was sonst? Das Idyll dauerte fast 7 Monate. Und obschon es nicht abgesprochen war, erwähnten wir ihren Mann 3 Jahre nie mehr. Bis eines Abends, ja, auf den Tag genau vor 4 Monaten, saßen wir im Garten in Carona, vor Frau von Ecks Haus, als er plötzlich auftauchte. Was willst du, Breyer? Dich an unsere Abmachung erinnern. Ehrlich? Keine Angst. Ich halte mich da. Eine Abmachung, Susanne? Ja, Seibt. Und zu der gehört, dass Susanne und ich verheiratet bleiben. Ebenso, dass ich den Antiquitätenladen in Bern führe. Zugegeben, einen Gewinn erwirtschafte ich nicht. Ein Gewinn? Letztes Jahr hast du einen Verlust von 176.000 Franken erwirtschaftet, wenn man das so nennen kann. Dafür wächst die Sammlung. Ich wohne nämlich in der Villa, Seibt, der berühmten Villa von Eck, oben auf dem Hügel. Aber nur, weil die Sammlung dort untergebracht ist und es meine Aufgabe ist, sie zu mehren. Doch nicht ein Stück gehört mir. Alles ihr Besitz. Schon jetzt ist es eine bemerkenswerte Sammlung. In 20 Jahren wird sie einzigartig sein. Und Millionen wert. Deine Sammlung. Ich werde sie verramschen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Das bezweifle ich. Nein, Susanne, unterm Strich wirst du von Jahr zu Jahr reicher, ohne selbst deinen Finger zu rühren. Dein Vater wäre stolz auf dich. Lass meinen Vater aus dem Spiel, Erich. Um es kurz zu machen. Was ihr zwei hier im Tessin treibt, interessiert mich nicht. Aber in Bern will ich nicht zum Gespött der Leute werden. Lasst euch dort nie zusammenblicken. Du kennst die Alternative, Susanne. Er führt etwas im Schilde. Ich traue ihm nicht. Er will uns auseinanderbringen. Womit erpresst er dich, Susanne? Du bist mein Geliebter, Joachim. Das bin ich. Und willst es bleiben? Oh, ja. Dann erwähne seinen Namen nie wieder. Aber ich... Und frag nicht. Wie kannst du erwarten, dass frag ich... Frag nicht. Nach dem Besuch war unsere Beziehung verändert. Leidenschaftlicher und verzweifelter. Es war, als hätten die Gefühle... die Unschuld war dahin. Dreiers Schatten lag auf unserer Liebe. Als ob er sie erstickt hätte. Aber Gefühle, sie wurden Fakten, Herr Meier. Ja. Vor 3 Wochen rief mich Dreier an, bat mich, ihn in der Villa oben aufzusuchen. Susanne werde auch da sein. Er hätte etwas mit uns zu bereden. Wo ist die? Zuerst die Sammlung, Joachim. Was soll der Quatsch? Am faszinierendsten sind die mechanischen Kunstwerke. Spieldosen, Wanduhren, musikalische Lampen. Wo ist sie, Dreier? Susanne? Hör lieber hin! Die mechanischen Spielsachen mögen als Kunstwerke die weniger bemerkenswerten Stücke sein. Aber sie haben etwas Poetisches. Wie dieser Brummkreisel. Oder der Tanzkreisel dort. Ich will jetzt Susanne sehen. Das hörst du auch.
Aber um die Besichtigung kommst du nicht herum. Oder soll ich ohne dich mit ihr sprechen? Nun? Dachte ich mir, dass du das nicht möchtest. Die mechanischen Musikautomaten. Androiden nannte Vaucanson seine mannsgroßen Puppen, die reguläre Musikinstrumente spielen. Dieser Geiger ist allerdings nicht von mir. Das verrückteste Stück der Sammlung. Nicht jeder erkennt Schönheit. Und sie zu begreifen ist nur wenigen gegeben. Zum Beispiel diese Schminktischchen. Vor allem Wandtisch und Standuhren. Jede in sich vollkommen. Jeder ein kleines Vermögen wert. Du hörst es. Sie gehen alle. Von der Schwarzwälder Stutzuhr bis zu dieser Jugendstiluhr von Favre. Ich liebe Uhren. Nicht die elektronischen, die heimtückisch stumm die Zeit messen. Nein, die mechanischen, die ihr Memento Mori hörbar ticken. Susanne. Apropos Tod, Seibt. Sie ist's gewesen damals. Erich, nein. Susanne hat meine Geliebte erschlagen. Als ich an jenem Freitag an der Kreuzung im Steigerforst anlangte, wo ich mit Franziska Gerber verabredet war, da stürzte Susanne hinter einem Baum hervor. Sie hatte von der Verabredung erfahren und sich am Treffpunkt versteckt, um uns zu überraschen, doch Franziska entdeckte sie. Ein Streit. Susanne griff zu einem Holzknüppel und schlug zu. Dem alten von Eck war ich egal. Er kaufte den Zeugen. Ja, aber seiner Tochter wegen, damit ich freikam, ohne die Wahrheit preiszugeben. Die Wahrheit, die du jetzt dem Staatsanwalt verraten kannst. Das würde dir so passen. Im Gegenteil. Siehst du, Susanne, ich hab's gewusst, dass Seib dich nicht anzeigen wird. Er liebt dich. Allerdings eine Mörderin als Geliebte. Vielleicht wird er dich verlassen. Darauf kannst du ewig warten. Komm, Susanne, gehen wir. Ich denke, dein Ex-Richter sollte auch den Rest erfahren. Zum Beispiel, was es mit Schwiegerpapis Unfall auf sich hatte, ein vertuschter Selbstmord. Mein Vater ist von der Münsterplattform. Er hat sich hinuntergestürzt, weil Dreier ihn erpresst hat. Meine Schuld war... Erpresst? Erpresst? Du warst eine Mörderin. Und ich wollte nur, was ich noch immer will, die Stiftung und die Villa für die Sammlung. Nichts als die Möglichkeit, meine Begabung zu entfalten. Denn um die hat mich meine ehrenwerte Gattin vor 5 Jahren gebracht. Wäre ich damals Direktor des Schlossmuseums geworden, ich wäre längst geschieden. Sie wäre mich und ich wäre die von Eck Clique los. Dann musste sie Franziska erschlagen. Und du, Seibt, der karrieresüchtige Untersuchungsrichter. Für mein Schweigen bot mir der alte 100.000 Franken etwas mehr als das Jahresgehalt, das mir der Direktorposten eingebracht hätte. Zuerst ging ich darauf ein, bis ich begriff. In den Augen der Leute blieb ich der Täter. Das habe ich dir zu verdanken, Seibt. Ich hätte keine Chance mehr. Da verlangte ich, dass von Eck eine Stiftung einrichtete und dieser die Villa überließ, um darin die Sammlung von Kunstgegenständen unterzubringen. Für mich selbst wollte ich nur den Posten des Konservators, ein bescheidenes Gehalt und Wohnrecht in der Villa. Und damit war deine Geliebte einverstanden. Ursprünglich. Sie wusste, es stand mir zu. Nicht über Vaters Leiche. Seine Worte. Am Abend vor seinem Tod. Ich höre sie noch heute. Dieser Lump, dein Mann. Nie. Die Villa nicht und die Stiftung nicht. Auch wenn du die Konsequenzen tragen musst, sag ihm das. Nur über meine Leiche, Kind. Ich dachte damals, er meine, ich würde mich stellen müssen. Aber dann
Vor 3,5 Jahren hast du mich vor die Alternative gestellt. 14 Tage nach der Beerdigung. Erinnerst du dich, liebste Frau? Erich, jetzt, wo Papa tot ist, hast du die Wahl. Entweder lasse ich mich scheiden. Du weißt ja, der Laden gehört längst mir. Du stehst dann nicht nur ohne einen Rappen da, sondern schuldest mir 200.000 oder 300.000 Franken. Und du wanderst ins Zuchthaus. Du vergisst, dass ich dein schriftliches Geständnis habe. Mord. Nein. Deshalb gibt es ein Oder. Wir bleiben verheiratet nach außen. Ich ziehe in mein Haus im Tessin. Du wohnst in der Villa in Bern und betreibst den Antiquitätenladen als mein Angestellter. In 23 Jahren, 4 Monaten und 6 Tagen, wenn die Tat verjährt ist, setze ich dich auf die Straße und lasse mich scheiden. Wenn ich vorher sterbe, erbst du. Deine Alternativen passen mir nicht. Ich will die Stiftung. Sonst zeige ich dich an. Dann tu es. Ruf die Polizei an. Polizeiwache Bern, Müller. Du meinst es wirklich? Jedes Wort. Sie hätten Dreier sehen sollen, Herr Meier. Dieser Augenblick in der Villa von Eck. Der hämische Triumph, als er Susanne eine Frist von 7 Tagen einräumte, damit sie wählen könne zwischen 2 Möglichkeiten. Seine Alternative, nannte er es. Entweder gebe sie mich auf und die alte Abmachung gelte weiterhin, oder sie richte die Stiftung ein samt Villa und Konservatorenposten für ihn und lasse sich scheiden. Wenn sie nicht mitspiele, übergebe er ihr Geständnis der Polizei, egal was mit ihm selbst geschehe. Ob Sie es glauben oder nicht, Herr Meier, ich wollte nicht, dass Susanne sich darauf einließ. Aber Sie... Eine Woche später waren wir wieder in der Villa oben. Ich habe versucht, es ihr auszureden und sie dazu zu bringen, sich zu stellen und die Sache durchzufechten vor Gericht. Dann wärst du auch dran. Die Eisprinzessin im Knast? Nein, sagt. Das würde das zarte Pflänzchen nicht überstehen. Aber lassen wir das. Du kriegst meine Frau und ich kriege die Stiftung. Bis die Anwälte und Susanne fertig sind. Komm. Da ist noch etwas, was du nicht weißt. Am besten zeige ich dir zuerst. Komm schon. Zentimeter hoch. Ungewöhnlich. Aber es sind Marionetten. Hier. Schau dir diese an. Genauer. Die Marionette trägt deine Gesichtszüge. Und diese? Das darf doch nicht wahr sein. Doch. Du bist es. Wie du damals ausgesehen hast, noch ohne Schnurrbart. Und die hier. Susanne, du spinnst. Vor 5 Jahren vielleicht, als ich erkannte, dass ich erledigt war, dass ich mit einer lächerlichen Summe abgefunden werden sollte. Jawohl, einer lächerlichen Summe! Da brach ich zusammen und kam nach Seebach in die Nervenklinik. Ein halbes Jahr war ich im Irrenhaus Seibt. Auch das habe ich euch zu verdanken, dir und Susanne. Sie hätten dich behalten sollen. Ich habe euch gehasst. Oh, wie ich euch gehasst habe. Die Marionetten habe ich in der Klinik gemacht. Dort bin ich auch auf Kleists Aufsatz über das Marionettentheater gestoßen. Und darin, im Bild des Marionettenspielers, der sich in die Schwerpunktlinie der Gliederpuppe hineinversetzt. In ihrer Seele sozusagen. Und der die Puppe die Schwingungen seiner Seele
in Bewegung umsetzen lässt. Sie seinen, nicht ihren Tanz tanzen lässt. Darin fand ich mich wieder. Als einen Menschen mit der Begabung, sich in den Schwerpunkt, in die Seele der anderen Menschen hineinzuversetzen. Sie meinen Tanz tanzen zu lassen, einer Begabung. Kleist, ausgerechnet, du Einfallspinsel. Ah, die schön geistige, musische, belesene Susanne. Aber ihr erster Liebhaber war ein Analphabet. Hast du das gewusst, Seib? Ein schmieriger Automechaniker, der Chauffeur ihres Vaters. Die Stiftungsurkunde ist unterzeichnet. Gehen wir, Joachim, bevor der große Puppenspieler noch einmal an den Fäden zieht. Das glaubt ihr wohl nicht. Schon damals, vor 16 Jahren, habt ihr meinen Tanz getanzt. Das mit dem Brief. Du und manipulieren, Dreier. Nicht einmal die Flöhe im Feld eines Pudels. Ach nein. Die Stiftung und die Villa habe ich ja nun. Warum solltet ihr es also nicht erfahren? Ich habe Susanne von A bis Z manipuliert. Was soll der Quatsch? Vorsicht. Die Pistole ist geladen. Erinnerst du dich, Eisprinzessin, wie ich Franziskas Leiche weggeschleppt habe? Sie atmete noch. Ich habe ihr mit dem Knüppel, den du bereits benutzt hattest, hinter dem Busch den Rest gegeben, während du schluchzend und schlotternd am Waldrand standst. Und deinen Vater habe ich von der Münsterplattform gestoßen, weil das Schwein nicht auf meine Bedingungen eingehen wollte. Aber das beweise mal, ich habe dich von Anfang an... Du hast die Pistole. Schieß. Nein. Seibt. Hör zu. Tu's nicht. Schieß. Ich habe doch nur geprahlt, weil ich es ja heimzahlen wollte. Weil ich es wieder mal nicht aus eigener Kraft geschafft habe. Wieder nur mit den von Action Millionen. Schieß, Joachim! Glaub's mir, Seibt. Es ist so. Gib mir den Autoschlüssel. Was? Verdammt nochmal, soll ich hier mit ihr auf ein Taxi warten? Du siehst doch, in welchem Zustand sie ist. Die Pistole behalte ich. Kannst du nicht schlafen? Ich will nicht, dass Dreier davon kommt. Was er gesagt hat, das ist doch wahrscheinlich, dass das stimmt. Der hat nur geprahlt, um dir weh zu tun. Bei Franziska vielleicht. Aber ich bin sicher, er hat meinen Vater von der Plattform gestoßen. Im Streit. Weißt du, was mir nicht aus dem Kopf will? Der Zettel damals. Am anderen Morgen fand ich ihn in Papas Schreibmaschine ohne Unterschrift. Er könne mit dem Gedanken, seine Tochter sei eine Mörderin, nicht mehr leben. Von Anfang an schien mir das... Es passte nicht zu meinem Vater. Ich habe den Zettel vernichtet, weil ich ja... Doch dass er, Dreier, die Notiz getippt hat, das passt. Susanne, selbst angenommen, es ist so. Was willst du tun? Es gibt keinen Beweis. Drei hat recht. Was ist los? Ich kann nicht schlafen. Ich gehe nach draußen spazieren. Ach, warte, ich komme mit. Nein, Joachim. Ich möchte allein sein. Susanne, bist du sicher, dass du in Ordnung?
Pistole. Nein. Ja, du wolltest zu Dreier. Ja. Ich wollte... Ich will ihn umbringen. Das ist doch Wahnsinn. Ist dir klar, dass du... Ich will nicht, dass... Dass er davon kommt. Er soll nicht davon kommen. Also abgemacht. Ich komme heute Abend nach und keine Dummheiten mehr, Susanne. Versprochen. Hm, versprochen. Wenn man einen Fall hinhaut, kriegen wir Dreier trotzdem. Aber willst du mir denn nicht wenigstens sagen, was du vorhast? Noch nicht. Ich muss erst über alles nachdenken. Heute Abend. Was immer geschieht, vergiss nicht, ich liebe dich. Mehr als mein eigenes Leben. Ich liebe dich auch. Ah, du bist so. Dein Auto und die Schlüssel. Du kriegst sie unter zwei Bedingungen. Bedingungen? Dass ich mir irgendwo die Hände waschen kann. Und vor Öl. Der Reifenpanne unterwegs. Von mir aus. Und dass du mich zum Bahnhof fährst. Sonst verpasse ich den Zug. Was kümmert mich das? Na gut, dann fahre ich eben selbst hin. Du holst dir dein Auto am Bahnhof. Also gut, ich fahre dich. Unser Leben gleich der Reise eines Wanders in der Tat. Musst du dieses alberne Lied singen? Ja, das macht Spaß, ich komme mit. Jeder hat in seinem Gleise etwas, was ihm kummert. Die reagieren nicht. Das ist etwas, das die Bremsen, die funktionieren nicht. Das ist nicht zum Lachen. Mutig, liebe Brüder, hey, was machst du? Erschrocken. Ich hätte dir Steuern. Hör auf! Hör sofort auf! Bist du verrückt geworden? Mutig, mutig, nein, liebe. Nur ein gebrochenes Bein, während ihr Freund tot ist. Dreier war nicht mein Freund. Stimmt, Herr Doktor. Sie hätten ein Motiv gehabt, Dreier zu töten. Ein Unfall war es ja nicht. Jemand hat sich an den Bremsen zu schaffen gemacht. Wenn ich das getan hätte, Herr Wachtmeister, hätte ich mich wohl kaum ins Auto gesetzt. So denkt auch der Untersuchungsrichter. Deshalb hat er Frau Dreier von Eck verhaftet. Susanne verhaftet? Was erzählen Sie da? Sie war doch im Tessin. Nein. In Konolfingen stieg sie aus und fuhr zum Hauptbahnhof Bern zurück. Von dort brachte sie ein Taxi zum unteren Parkeingang. Zur Villa? Ja. Nach ihrer Verhaftung hat sie eine interessante Aussage gemacht. Als sie über den rückwärtigen Weg durch den Park auf die Villa zugegangen sei, habe sie aus der Ferne gesehen, wie sie Dreiers Auto aus der hinteren Garage gefahren hätten. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass sie in der Garage die Bremsen unbrauchbar gemacht haben. Wenn sie nicht mit Dreier im Wagen gesessen hätten. Eben. Seit sie im Fall Eschenmoser ermittelt haben, wissen sie ja, wie das geht mit den Bremsen. Ja. Und das weiß Susanne, Frau von Eck nicht. Oh doch. Mindestens so gut wie sie. Das können wir beweisen. Allerdings ist das alles jetzt. Wie war doch Ihr Lieblingsausdruck, Herr Doktor? Ja, akademisch. Sie hat gestanden. Was? Dass sie die Bremsen sabotiert hat. Ein Geständnis? Der Untersuchungsrichter akzeptiert es. Und meine Meinung ist ohne Belang. Susanne in Haft, das steht sie nicht durch. Da haben Sie recht, Herr Doktor. Ich will nicht, dass Susanne für etwas, was sie nicht getan hat... Also gut, Wachtmeister, Sie gewinnen. Aber es war nicht, wie Sie denken. Es war wie russisches Roulette. Nein, das ist nicht das richtige Wort. Ich würde es wieder tun, Meier.
Opernschwüre. Operngefühle. Was? Aussprüche wie dieser, Herr Doktor. Oder Sätze wie: Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben. Als ob Gefühle je eindeutig wären. Verschonen Sie mich mit Ihrem Gewäsch, Meier. Ja. Dem Meier fühlen Sie sich überlegen. Nicht wahr, Herr Doktor? Aber sind Sie wirklich besser als er? Vielleicht liebt der Wachtmeister Meier die Frau, die er die Alte nennt, ebenso sehr wie Sie Ihre Susanne. Nur hat er weniger Worte dafür. Und dass Sie nicht an die Millionen Ihrer Geliebten gedacht haben, das nehme ich Ihnen nicht ab, nie und nimmer. Was Ihr russisches Roulette betrifft, nein, mir machen Sie nichts vor. Sie haben Dreier ins Steuer gegriffen und es so herumgerissen, genau im richtigen Moment, dass das Auto mit der Fahrerseite gegen den Laternenmast geprallt ist. Spielt das noch eine Rolle, Meier? Also, Meier, ich heiße nicht Meier. Ich bin der andere, Müller. Wachtmeister Müller. Aber verachtet haben Sie mich ebenso. Den malenden Wachtmeister nannten Sie mich. Natürlich, was gibt's Lächerlicheres als einen Polizisten, der malt? Ich erinnere mich an die Bilder. Felsen, Steine, Erde, kahle Landschaften, nie ein Menschen. Ich mag Menschen nicht. Und herablassende Akademiker wie Sie am allerwenigsten. Trotzdem würde ich es lieber einem anderen überlassen, Ihnen zu sagen, was ich sagen muss. Alles umsonst. Umsonst? Sie kommen mit einem Mord davon, seit. Der Untersuchungsrichter ist auf das Geständnis Ihrer Geliebten hereingefallen. Meine Meinung zählt nicht und Sie werden schweigen. Schweigen? Ich will mit dem Untersuchungsrichter reden, Müller. Damit Susanne freikommt. Deswegen brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Was? Haben Sie sich am Ende alles nur aus den Fingern gesogen, um mir ein Geständnis zu entlocken? Susanne ist gar nicht verhaftet. Wenn Sie meinen, Müller, damit hätten Sie mich in eine Falle gelockt. Mit dem Geständnis hat man heute Morgen in der Zelle gefunden. Der Zelle, in der sich Frau Dreier diese Nacht erhängt hat. Sie hörten Die Eisprinzessin, Kriminalhörspiel von Sam Jaun. Die Personen und ihre Sprecher waren Joachim Seibt, Matthias Habich, Susanne von Eck, Cornelia Boje, Erich Dreier, Michael Thomas, Polizeiwachtmeister, Michael Gempert, Generalstaatsanwalt, Karl-Heinz Büchi, Studenten, George Bürki und Markus Hoffmann. Ton Roland Seiler, Schnitt Anne Anderer, Regieassistenz Klaus Lübkes, Regie Harald Körner. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1989. Dramaturgie Klaus Schmitz.